So haben sich viele Niederösterreicher das sicher nicht vorgestellt. Eine Nebenbahn nach der anderen wird eingestellt und der regionale Zugverkehr kommt langsam zum Erliegen. Dabei hatte vor einem Jahr alles noch so gut ausgesehen. Vor der Gemeinderatswahl übernahm das Land 660 Kilometer Schienen von den ÖBB und versprach, Geld zu investieren. Nur schöne Worte, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Details von Eva-Maria Kaiser und Ernst-Johann Schwarz. Kein Kriegsschauplatz, nur ein Bahnhof in Niederösterreich, Waldkirchen an der tschechischen Grenze. In Waldhofmann-Dateier könnte es bald ähnlich aussehen. Mitte Dezember ist der letzte Zug abgefahren, die Bezirkshauptstadt nicht mehr an das Bahnnetz angeschlossen. Das langsame Sterben der Thayatalbahn scheint damit besiegelt, obwohl vor kurzem noch ganz andere Töne zu hören waren. Empörung bei den Bahnfreunden. Es gibt keine Information, dass der Zug nicht mehr fährt. Ne? Die alten Fahrpläne sind herinnen und nur wer das klar gedruckt auf dem Zettel lässt, weiß, dass der nicht mehr fährt. Ja. Und ansonsten stehst du da in der Köln und wartest darauf, dass der nächste Zug kommt. Ne? Am Anfang haben wir schon gehofft, dass die Versprechungen, die gemacht worden sind, besonders in Bezug auf die Thayatalbahn, weil da hat es ja mehrfach Versprechungen gegeben und auch auf der tschechischen Seite Versprechungen gegeben anlässlich der Landesausstellung, dass hier das Wort eingehalten wird. Das haben wir uns wirklich erhofft, aber leider Gottes ist es jetzt ganz anders gekommen. Die Region, wie gesagt, hat sehr viele Probleme, aber braucht ein Rückgrat weiter. Und wenn man nicht ein Transportrückgrat hat, dann ist wirklich aus mit der Region. Im Ibstal fährt der Zug noch, allerdings nur 5 von 50 Kilometern. Der Rest ist seit dem Hochwasser vor 2 Jahren eingestellt. Seither kämpfen die Freunde der Ibstalbahn darum, die Strecke zu reaktivieren. Die ÖBB hatten das aus Kostengründen verweigert. Als das Land alle Nebenbahnen übernahm, war die Hoffnung groß. In ganz Niederösterreich hat jeder gesagt, und jetzt geht's endlich aufwärts, jetzt wird was Vernünftiges gemacht. Und genau das ist nicht eingetreten. Bis Petronell unten habe ich Kontakte gehabt, die gesagt haben, nein, das kann jetzt gar nicht mehr schlechter werden, jetzt geht's bergauf. Und das ist eigentlich nicht passiert. Land Niederösterreich hat ja auch jahrzehntelang über die ÖBB geschimpft, wie man hier Betrieb gemacht hat. Und daher haben wir natürlich erhofft, jetzt übernimmt das Land und zeigt, wie man eine Regionalbahn richtig führt. Also das, was man jetzt von Landesseite gemacht hat, das hätte die ÖBB schon länger machen können. Das ist sicherlich der verkehrte Weg. Jänner vor einem Jahr, knapp vor der Gemeinderatswahl in Niederösterreich. Verkehrsministerin und Landeshauptmann vereinbaren, das Land übernimmt mit 2011 alle Nebenbahnen. Die Bahnrettung wird gefeiert. Zeitgleich ein Geheimpapier. Die ÖBB sollen bis zur Übergabe weitere Bahnstrecken schließen. Dementi des Landes. Wir haben Bahnen nicht übernommen, um sie stillzulegen. Das sei einmal ganz klar gesagt. Wir wollen Bahnen attraktiver machen, wir wollen sie ausbauen und wollen sie besser gestalten. Sie haben am 30. Jänner gesagt in einem Interview, wir haben Bahnen nicht übernommen, um sie stillzulegen. Das sei einmal ganz klar gesagt. Ja, dazu stehe ich auch. Alle diese Strecken waren seitens der ÖBB auf der Liste, dem Tod geweiht. Und wir haben wirklich hier getan, was wir tun konnten und tun können. Und es sei hier schon eines auch klargestellt. Der ÖBB ist es mit Milliarden nicht gelungen, hier den Verkehr und diverse Strecken aufrechtzuerhalten. Und wir versuchen unser Möglichstes zu tun, nämlich das Möglichste, was wir auch dem Steuerzahler zumuten können. Die Thayatalbahn ist seit Jahren dem Verfall preisgegeben. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es große Pläne. Personenverkehr reaktivieren, Güterverkehr ausbauen. Auf tschechischer Seite wurden die Pläne umgesetzt. Der Grenzbahnhof ist klein, aber modern ausgestattet. Ein tschechischer Grenzort als Mekka für die niederösterreichischen Bahnaktivisten. Hier sucht man Unterstützung für das Projekt, das nach den ÖBB nun auch das Land nicht mehr unterstützen will. Unterschriften prominenter tschechischer Bürgerrechtskämpfer. Ein Appell an Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll. 2004 gab es noch politische Absichtserklärungen. Südböhmen und Niederösterreich wollen die grenzüberschreitende Eisenbahn erneuern. Die tschechische Seite hat tatsächlich wie vereinbart alle Investitionen getätigt. Leider Gottes ist es in Österreich zu einer anderen Lösung gekommen. Es wurde das Konzept insofern geändert, als man alles auf die Straße bringen möchte. Der gesamte Verkehr soll über die Straße abgewickelt werden. Wir haben nun die Situation,
dass es in Österreich eine neue Straße gibt und in Tschechien eine neue Eisenbahn. Dospěli jsme do situace, kdy rakouská strana má novou silnici a česká strana má novou železnici. Es gab seitens des Landes Niederösterreich einen fixfertigen Vertrag. Unterschriftsreif. Erwin Bröll war bereit, diesen Vertrag zur Ertüchtigung dieser Bahn zu unterzeichnen. Nur es gab keine Bereitschaft, diesen Vertrag zu unterzeichnen seitens des damaligen Verkehrsministers Faymann. Und daher ist aus dem Projekt nichts geworden. Ja, aber Herr Landesrat, jetzt gehört die Bahn Niederösterreich. Jetzt könnten Sie es ja tun. Ja, schon. Aber das kann doch wohl nicht sein, dass jetzt plötzlich das Land Niederösterreich alleine auf den ganzen Kosten sitzen bleibt. Die Reste der Ibstalbahn als City Shuttle. An der Stadtgrenze der Bezirkshauptstadt heißt es dann, umsteigen auf den Bus. Die Bahnaktivisten wollen die Zugverbindung ins Tal zumindest für den Tourismus retten. Sie behaupten, die Strecke sei durch das Hochwasser nur gering beschädigt, könne kostengünstig repariert und von privaten Betreibern gewinnbringend bewirtschaftet werden. Das Land hält die Pläne für naiv und will nicht für das mögliche Defizit eines Privaten aufkommen. Man plant einen Radweg auf der Trasse. Das soll den Tourismus fördern und den Bahndamm für spätere finanziell bessere Zeiten erhalten. Wir wollen, dass der Radweg gebaut wird, weil wir den Radweg ja brauchen. Wir wollen aber auch die Bahntrasse halten. Das heißt, der Radweg soll nicht auf der Bahntrasse gebaut werden, weil ca. 30 Kilometer der Strecke erst in den letzten 10 Jahren erneuert worden sind. Die Strecke bis Hollenstein liegt ja neu da. Also 2007 sind die letzten Schienen und Schwellen gewechselt worden. Und da sind natürlich auch enorme Kosten in die Bahn investiert worden. Aber es muss jetzt einmal eigentlich gedanklich Vernunft einkehren, auch unter den Politikern, dass man eine Strecke nicht einfach wegreißt, die einen Wert von ca. 200 Millionen Euro hat, also einen Wiederbeschaffungswert, und der mit geringen Mitteln eigentlich in Betrieb genommen werden könnte. Auch im Theiertal lauten die Pläne Radweg statt Bahntrasse. Das kostet das Land statt 28 nur 6 Millionen Euro. Die hochfliegenden Pläne, Anschluss an das europäische Radnetz, Aufschwung von Tourismus und Wirtschaft. Die Bürgermeister der Region waren bis vor kurzem ebenfalls Bahnbefürworter. Mittlerweile wurden sie von der Landespolitik auf das Projekt Rad statt Bahn eingeschworen. Vor einem Jahr war die Situation noch so, und da sind auch die 15 Gemeinden des Bezirkes dahinter gestanden, dass die Theiertalbahn als Bahn wieder reaktiviert werden soll. Nur die Botschaft des Landes war eine andere. Das Geld ist im Moment nicht aufstellbar. Das müssen wir als Region zur Kenntnis nehmen. Daher war die große Frage für uns, was passiert mit diesen Bahnstrecken? Jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Wir jammern ewig um etwas, was realistisch nicht machbar ist. Wir lassen sie verwildern. Oder wir nützen die Chance, ein vernünftiges und für die Region sehr wichtiges touristisches Leitprojekt umzusetzen. Wenn die Bahn natürlich möglich wäre, wäre es natürlich auch so eine, sicher eine gute Verkehrsverbindung. Aber wenn es aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht möglich ist, dann wollen wir hier die Bahnstrecke einer touristischen Nutzung zuführen, um also hier die Wertschöpfung in der Region zu haben. Im Sommer dürfte es soweit sein. Gleise und Schwellen werden abgebaut. Bahnstrecken, die über 100 Jahre in Betrieb waren. Emotionen gehen hoch, gerade bei ehemaligen Eisenbahnern. Wenn das Wirklichkeit werden sollte, mit dem Bahnkörper abzutragen, denke ich an Protestaktionen in Form von Anketten und rede öffentlich in Hungerstreik. Die Zukunft gehört offenbar der Straße. Thank you.